diese Babyschuhkiste, die möchte ich heute zeigen. Wir würden uns über jedes Abo freuen und jeden Daumen nach oben. Danke für eure lieben Kommentare. Also, ich zeige es euch jetzt. Also für meine Schüchen brauchen wir ein Material. Da habe ich Filz, da habe ich Jeans. Ihr könnt auch anderen Stoff nehmen. Am schönsten wäre weichen, schönen Stoff. Ich habe jetzt sehr viel, es lässt sich auch wunderbar nähen. Dann mache ich das jetzt in Rot. Dann brauchen wir die Anleitung. Ich habe sie hier schon mal nochmal extra ausgeschnitten. Also für dieses Teil hier rum wäre hier das. Das wäre 4,5 hoch und in der Länge 24 cm. Hier etwas rund, das gibt jetzt diese Rundung hier darum. Ja, und sonst ist da eigentlich nichts. Passt eigentlich auch diese Höhe auf jeden Fuß. Wenn ihr das jetzt größer oder kleiner macht, dann müsst ihr das hier einmal rum messen. Also hier, da zeige ich euch nachher hier das. Also der Fuß wird in der Länge 10,5 und hier in der Mitte 5,5, hier in der Mitte 5,5. Das ist jetzt das Maß hiervon. Ich habe es hier einmal zugeschnitten ohne Zunahme und hier habe ich denn in halben, nein, 1 cm Zunahme, ist deshalb größer. Wenn ihr die jetzt kleiner macht, dann müsst ihr dieses auch etwas kleiner machen. Das müsst ihr denn hier messen, das seht ihr nachher. Also, hier stecken wir es. Und zwar lege ich das jetzt zweimal. Wenn das dünn ist, könnt ihr es so falten. Habt ihr aber ein Muster, dann würde ich das einzeln machen, sonst klappt das vielleicht mit dem Muster nicht so, dass ihr da übereinkommt. So, einmal. Das schneide ich jetzt hier wieder rum. Der Fuß kommt nachher auch doppelt und schneide den auch. Ohne Nahtzunahme schneide ich ihn jetzt aus. So, okay. Dann zeige ich euch hier noch ein paar Kniffe. Und zwar, ja, dann erst, wenn ich es ausgeschnitten habe. Jetzt schneide ich es aus. So, jetzt habe ich es ausgeschnitten. Und warum jetzt hier diese kleinen Striche sind, ist, dass wir genau die Mitte denn haben. Und die habe ich dann mit Stecknadel hier mal angezeigt, damit ich nachher noch weiß, wo ich dran bin. Wa? So, dann können wir das ganz einfach hier drauf. Hier dieses nach unten, wo der Bogen ist. Und dann hier rum. Wir können das jetzt stecken oder wir nehmen hier die Klammern. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr möchtet. Kommt immer auf der Stoff drauf an. Ich habe so Leder, was weich und dünn ist. Das könnte man jetzt genauso gut nehmen. Da wäre vielleicht das Klammern besser. Das ist auch nachher vernünftig. Ja, okay, ist Gewohnheit. Ich rede mal wieder zu viel. Manche sagen, sie reden zu viel. So. Bis hier. Und jetzt, die erste ist ja egal, wo ihr die rumtut. Bei der zweiten müssen wir dann schauen, dass das dann in die andere Richtung ist. Seht ihr? Entweder hier, da, das läuft jetzt hier alle beide nach außen. Jetzt hier am Anfang ist es ja egal. Ja, jetzt machen wir das mal mit Stecknadeln, damit ihr seht, wie das so rum ist. Jetzt lasse ich das unten etwas offen, mache erst noch auf die andere Seite. Und jetzt könnt ihr das jetzt mit Zickzack umnähen, entweder hier vielleicht mit Dunkelblau als Kontrast oder ich mache das jetzt mit Rot und warte, jetzt muss ich den hier rum. Okay, dann mache ich jetzt zuerst den hier, diese Seite und dann diese hier rüber. Schaltet jetzt, seht ihr? Jetzt haben wir das auch hier wieder nach außen. Jetzt wird das mit Zickzack hier rumgenäht. Seht ihr? Hier mit Zickzack. Ist ruckzuck und dann ist es schon fertig. Ist wunderbar, könnt ihr zu jedem Kleidchen die richtige Farbe machen. Jetzt nähe ich das rum, ist auch ganz einfach. So, jetzt zeige ich euch, wie man das näht.
Ich habe einen Zickzackstich von Nummer 7 und Zickzackbreite 6,0 und die Länge 2,5. Nehmt euch irgendein Schmierding und probiert das aus. Ich muss das auch noch immer mal ausprobieren. So, und jetzt tun wir hier die Nadeln weg und ich fange hinten an. So. Guckt, dass ihr hier Kante auf Kante habt. Und dann hier ringsrum. Ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nur gucken, dass ihr die Kante auf Kante habt. Und sonst macht ihr es langsam. Und hier auch die drei Kanten aufeinander. So. Okay. Ja, das ist eigentlich ruckzuck gemacht und sieht schön aus. Gerade jetzt im Sommer, vielleicht in den Kinderwaren oder auch so, passend zum Kleidchen. Und hinten, da nähe ich noch einmal drüber. Und dann braucht ihr nicht hin und her zu nähen. Und dann schneidet ihr ab. So, abschneiden. Fertig. Jetzt zeige ich euch das noch auf die andere Kante. So, jetzt habe ich es fertig. Einmal Jeans, zweimal ein Filz. Also die Filz, muss ich sagen, finde ich jetzt noch was besser. Ist auch schön weich. Okay, wenn sie schneller verschlissen sind, wäre ja auch nicht schlimm. Habt ihr ja ruckzuck gemacht. So, also, bis zum nächsten Mal.